schneller du um eine Kurve fährst, desto höher die Punktzahl. Vergiss nicht, in der DRS-Zone dein DRS anzuwenden. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben.
klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,49,6. Wir müssen sicher gehen, dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest. Also versuch, die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig.
Tempo passt, aber die Reifen wurden in dieser Runde stärker abgenutzt als erwartet. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen und wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück, dann sehen wir uns das mal an.